Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und vielen lieben Dank, dass ihr auf meinem Zweitkanal vorbeischaut, beziehungsweise vielleicht habt ihr ihn sogar abonniert. Mega, mega krass. Nach einem Tag gestern habe ich meinen Kanal gegründet. Gestern war der 21. August und wir haben nach einem Tag einfach 100 Abonnenten schon erreicht. Freunde, ich kann einen 100-Abo-Special schon drehen. Wow, wie krass ist das denn? Besonders, weil eigentlich im Schnitt gar nicht so viele Leute meine Streams gucken. Deshalb bin ich über diese Zahl schon sehr, sehr verwundert. Ich habe weder auf Insta Werbung gemacht, noch richtig auf meinem Hauptkanal. Also ich habe meinen Community-Tab zwar was reingepostet, aber ich habe kein Video gemacht. Ich habe keine richtige Ankündigung sonst was gemacht. Deshalb wundert mich diese Zahl richtig, richtig doll und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen lieben Dank. Liebe geht raus an euch alle. Weshalb ich diesen Zweitkanal überhaupt eröffnet habe, ist, weil ich streame aktiv. Also es wirkt einfach zu unübersichtlich auf meinem Hauptkanal, weshalb ich mir gedacht habe, mir fehlen diese Stream-Highlights. Ich sehe das bei anderen YouTubern immer. Ich gucke das sehr, sehr, sehr gerne. Und genau das, was ich konsumiere, möchte ich auch selbst produzieren. Weshalb ich mir gedacht habe, ich öffne einen Zweitkanal und da lade ich die ganzen Stream-Highlights hoch. Während auf meinem Hauptkanal sich nichts ändert und die ganzen normalen Videos online gehen und ich dort auch live gehe. Also ich werde nicht auf dem Zweitkanal live gehen, sondern da kommen nur die Stream-Highlights. Okay? Damit wir das schon mal verstanden haben. Es wird sich also nichts für euch ändern, außer dass es nochmal zusätzlichen Content gibt auf einem Zweitkanal. Und mit diesem Video möchte ich euch noch auf den Weg geben, dass wenn ihr irgendwas machen möchtet, es verdammt nochmal macht. Ich schiebe diese Entscheidung einfach, seitdem ich angefangen habe zu streamen. Seit ungefähr einem halben Jahr schiebe ich diese Entscheidung vor mir her und denke mir einfach die ganze Zeit, warum machst du es nicht, Nessie? Und gestern ist der Tag gekommen, heute oder nie. Und dann habe ich einfach im Stream mit euch zusammen diesen Kanal hier erstellt. Nessies World, Nessies Welt auf Deutsch. Übrigens, Freunde, werde ich die Abozahl deaktivieren für euch. Also ihr seht nicht, wie viele Abos dieser Zweitkanal besitzt. Denn mich nerven einfach diese Kommentare mit du hast nur so und so viele Abos. Mich nervt das irgendwie. Also klar, es ist manchmal negativ gemeint, es ist manchmal positiv gemeint. Aber ganz ehrlich, Freunde, ich mache das aus Leidenschaft. Ich gucke nicht auf diese Abozahl. Ihr guckt da viel zu krass drauf und ihr fixiert euch so auf diese Abozahl. Ich finde das irgendwie überhaupt nicht wichtig. Und auf meinem Hauptkanal habe ich mir das schon länger überlegt, aber ich habe mir gedacht, okay gut, auf dem Hauptkanal lasse ich es und hier auf dem Zweitkanal werde ich sie erstmal deaktivieren und einfach mal ein Experiment starten. Let's go! Was soll ich sagen? Viel Spaß auf diesem Kanal und wir sehen uns in den Kommentaren bzw. in den Streams. So crazy einfach, Freunde. Wenn ihr was machen möchtet, just do it. Hab euch lieb, eure Nessie. Tschüss!